Straßen in Wernigerode. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Ja, hallo nochmal. Heute bin ich in der Gegend von Wernigerode unterwegs. Gestartet bin ich am Bahnhof in Hasserode. Bin dann erstmal weiter Richtung Bahnhof Steinerne Renne. Das Gasthaus Steinerne Renne wird dann auch gleich eigentlich das Hauptziel sein. Aber auf dem Weg zur Steinernen Renne werde ich erst noch die Mönchsbuche besuchen. Ihr seid gerne eingeladen, noch ein Stück mitzukommen. So, und von da unten sind wir gekommen. Und wenn ihr wissen wollt, warum der Felsen nicht weiter runterrutscht, der Baum hält ihn. So, die Mönchsbuche haben wir jetzt hinter uns. Da ist noch mal ein schöner Blick nach Wernigerode und ich bin jetzt auf dem Weg zum Gasthaus Steinerne Renne. Und der Carsten kann es ja nicht lassen. So eine Kletterpartie muss ich natürlich mitnehmen. Ja, die nächste Station. Der Ottofelsen. Den Ottofelsen lassen wir jetzt hinter uns. Das nächste Ziel ist jetzt die Wasserkunst im Turmkuhlental. Wasserkunst, was kann man sich darunter vorstellen? Kunst ist ein alter Bergmannsbegriff und bezeichnet im Prinzip alles, was sich bewegt. Also in dem Fall Wasserkunst, da wird es dann wohl um
Wasserräder und dergleichen gehen. So. Schauen wir mal. Wenn ihr gerne mitkommen wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Ja, ich habe jetzt hier, glaube ich, ein richtig schönes Plätzchen für eine Pause gefunden. So, die Wasserkunst, also dieses Wasserrad, treibt hier eine Pleuelstange an. Das Ganze wird dann nach da hinten verlängert, wo dann eine kleine Pumpe sitzt, die den Schacht entwässert. Von der Wasserkunst werde ich dann jetzt langsam zum Bahnhof Hasserode zurückgehen. Da steht mein Auto. Und schauen wir mal, ob wir unterwegs noch was Interessantes sehen. Dann melde ich mich nochmal. Ja, ungefähr 100 Meter von der Wasserkunst entfernt gibt es dann hier diesen aufgegebenen Stollen am braunen Wasser. Da unten ist das Mundloch, nur leider kann man es nicht besichtigen. Und ganz interessant ist auch, man sieht hier eindeutig, dass das Wasser fließt, aber wenn man dann mal hier weiter guckt, dann ist hier Ende. 20 Meter weiter ist der Eingang der Grube, also kann man wohl ganz stark davon ausgehen, dass die Grube komplett unter Wasser ist. Das ist hier wirklich ein ganz tolles Tal. Mit einem wirklich schönen Bach, der hier durchgeht. Ich bin froh, dass ich mich heute für diese Strecke entschieden habe. Jetzt bin ich fast am Auto wieder zurück. Mir hat heute die Tour echt gefallen. Vor allen Dingen das letzte Stück hat mich überrascht. Es war richtig schön da am Bach entlang. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.